Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video schauen wir uns die Verwendung des Voltmeters genauer an. Das Voltmeter wurde nach Alessandro Volta, das ist der Erfinder der Batterie, Stichwort Volta-Säule, benannt. Und das Schaltzeichen ist ein V mit einem Kreis drum. Man misst damit die Spannung in Volt. Das Voltmeter hat einen großen Innenwiderstand und wird immer parallel zu dem Verbraucher, Batterie, wie auch immer, wovon ich halt die Spannung wissen möchte, geschaltet. Hier in der Zeichnung sieht man sehr schön, wie das Voltmeter parallel zu einem Verbraucher, in dem Fall ein Widerstand, geschaltet worden ist. Damit kann ich die Spannung, die sozusagen über diesen Verbraucher abfällt, messen. Nun schauen wir uns das Ganze in echt an. Wie benutzt man ein Voltmeter? Und das möchte ich hier demonstrieren. Dazu habe ich hier einen kleinen Versuchsaufbau. Der besteht aus einem kleinen Motor. Hier ist eine Batterie und einen Schalter. So, und das Ganze möchte ich jetzt gern mal mit Hilfe eines Voltmeters, also sprich eines Spannungsmessers, untersuchen. Dazu habe ich hier meinen Voltmeter. Und bei dem Voltmeter ist es so, ich habe hier mehrere Anschlüsse. Die sind auch beschriftet. Hier habe ich einmal den schwarzen, das ist Minus. Und die roten sind jeweils Plus. Und hier habe ich einmal 3 Volt und hier habe ich 15 Volt. 3 Volt, dann habe ich die untere Skala, bei 15 Volt habe ich die obere Skala. Normalerweise, wenn man die Spannung überhaupt nicht kennt, fängt man beim allergrößten Wert an und wird dann immer kleiner. Hier kann ich aber schon sagen, hier habe ich ja 2 Batterien in Reihe geschaltet. Eine Reihenschaltung von Batterien würde jetzt hier bedeuten 1,5 Volt plus 1,5 Volt ist 3 Volt. Das heißt, ich werde jetzt den 3 Volt Anschluss nehmen. Wichtig ist, dass, weil diese Skala geht ein bisschen hier nach links, aber in der Hauptsache nach rechts. Das heißt, ich muss auf die Polung achten. Es gibt auch welche, die, dass die 0 in der Mitte, dann wäre die Polung egal, aber das ist hier nicht der Fall. Also gucke ich mir das hier an. Ich habe hier Minus und ich möchte jetzt die Spannung über dem Motor bestimmen. Das heißt, ich weiß jetzt, dass hier Minus ist, hier ist Plus. Das heißt, ich tue jetzt das Minus, den Minusanschluss vom Voltmeter hier mit an den negativen Anschluss von dem Motor. Und dann habe ich hier Plus und der positive Anschluss kommt hier dazu. So, das Entscheidende ist, man misst immer die Spannung, die an einem Bauteil sozusagen abfällt. Also die Spannung sozusagen, man sagt auch über dem Bauteil. Das heißt, man muss immer sein Voltmeter praktisch direkt an das Bauteil, von dem man sozusagen oder an dem man die Spannung bestimmen möchte, anschließen, weil man misst die Spannung, die hier sozusagen an diesem Bauteil abfällt. Das ist dann interessant, wenn ich zum Beispiel mehrere Bauteile in Reihe geschaltet habe. Dann muss ich wirklich, wenn ich das von diesem Motor wissen möchte, auch mit meinen Kabeln an diesen Motor gehen und nicht irgendwo anders hin. So, und jetzt können wir gucken, ob das Ganze funktioniert. Und man sieht, es sind nicht ganz 3 Volt, die hier anliegen. So benutzt du ein
Voltmeter.